Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich hier ein Unboxing zu den Teufel Air Bluetooth Kopfhörer. Ja, hier haben wir die Teile. Schon eine sehr edle Verpackung. Hier an der Seite Teufelschriftzug. Seite auch Teufel. Oben sehen wir halt so ein bisschen vom Kopfhörer den Namen. Rückseite nix. Hinten, wie gesagt, sehen wir bloß Bluetooth. Dann hier so eine Zertifizierung, NFC, die Farbe, Anthrazit. Aber ich sage, packen wir das Teil mal aus. Wie gesagt, wer Teufel noch nicht kennt, das ist eine Firma aus Berlin, wo man auch nur direkt bei denen kaufen kann. So, machen wir mal auf. Ja, sehr edel. Das hier mal so raus. Da haben wir die Kopfhörer, eine Beschreibung und das war es dann auch schon mit der Verpackung. Dann kommt der Rest mal weg. Mal beiseite. So. Wie gesagt, hier halt noch kurze Beschreibung. Durchblättern. Verschiedene Sprachen, so. Aber dann kommen wir erstmal dazu. Die Sacko wird gleich in einer schönen Verpackung ausgeliefert. Schutzhülle. Aber packen wir die Sache mal aus. Ja, und das haben wir, da haben wir sie. Ja, jetzt haben wir mal das Zubehör an. Da haben wir hier halt, falls man nicht per Bluetooth machen will, sondern per Kabel. Das ist wie so ein fest an, so wie Schnürsenkel. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. So, ja, wie Schnürsenkel, wie ein Band. Sehr cool. So, dann haben wir hier natürlich noch USB-Kabel zum Laden. Aber jetzt die mal raus. Die mal beiseite. Hier noch ein bisschen Schutz. Da sind sie also. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr leicht. Aber die Innenseite ist so gummiert. Sehr stabil. Ohrmuschel fühlen sich schön weich an, nicht zu hart. Hoppala. Ja, wie gesagt, hier NFC. Wir können das, glaube ich, noch verstellen. Ja. Einfach rausziehen. Dann haben wir hier noch zwei Tasten, halt vorspulen, zurück, Play und Stop. Hier unten kommt halt Kabel rein und Aufladen war hier. Haben wir den zum Aufladen. Das, ach, hier ist noch laut leiser, das kann man drehen. Hier ist dann das Teufel-Logo. Das ist ein Drehrad zum lauter leise. Wir haben hier noch ein Mikrofon eingebaut. Hier so. Das ist sozusagen, man kann das auch als Headset benutzen zum Telefonieren oder Skypen oder sonst was. Ja, das soll es dann auch an dieser Stelle schon gewesen sein. Wie gesagt, da kommt ein Test noch von mir. Aber dazu erstmal nur ein Unboxing halt. Wie gesagt, wir haben Kopfhörerkabel, falls mal ohne Bluetooth. Wir haben USB-Kabel zum Aufladen. Wir haben eine schöne feste Verpackung zum Transport. Ja, das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.